So, ja, wir machen weiter mit Kapitel 2 und wir haben bisher Folgendes gelernt. Wir haben natürlich kurz die kinematischen Ketten nochmal angeschaut und dann haben wir uns gefragt, gibt es eine Möglichkeit, wie wir Transformationen zwischen zwei aufeinander folgenden Gelenken in einer kinematischen Kette, also in einem Roboterarm beispielsweise, auf eine noch einfachere Art und Weise als das, was wir bis jetzt kennengelernt haben, machen können. Also statt jetzt sechs Parameter, um diese rotatorischen und translatorischen Transformationen oder Beziehungen zwischen zwei aufeinander folgenden Gelenken, haben wir gesehen, dass es hier eine systematische Vorgehensweise gibt von Dennewitt Hartenberg. Und dass wir mit dieser durch die oder mit Hilfe dieser systematischen Vorgehensweise auf vier Parameter kommen, die sogenannten DH-Parameter, wie man sieht hier, eine Rotation um die Z-1-Achse, um die Relation zwischen Gelenk I-1 und I, also die Transformation zu beschreiben, sowohl die Rotation als auch die Translation. Haben wir eine Rotation um die ZI-1-Achse, eine Translation um DI, um die gleiche Achse und eine Translation um die XI-Achse, also vom Gelenk I dann um den Wert A und anschließend eine Rotation um die XI-Achse, um den Wert Alpha I. Und wenn man diese jeweiligen, also diese vier Parameter in den jeweiligen homogenen Matrizen einsetzt und miteinander multipliziert, dann kommt man auf diese allgemeine Matrix. Wir haben auch die inverse Matrix kennengelernt, mit der man die Rucktransformationen machen kann. Wir haben auch eine wunderbare Sache kennengelernt, und zwar die Jacobi-Matrix einer Funktion. Ja, also wir beschäftigen uns mit dem Problem, oder wir haben das Problem der Vorwärtskinematik eingeführt, wo wir gesehen haben, wir haben bestimmte Gelenkwinkelstellungen von einem Arm und wir suchen die Pose des Endeffektors der Hand. Also das ist normalerweise so eine Funktion. F von Theta. Theta ist ein Vektor und x natürlich auch ein Vektor. Im Allgemeinen wissen wir, dass wir die Jacobi-Matrix hier, also wenn wir differenzieren hier diese Gleichung hier, dann kommen wir auf x-Punkt, also wir leiten nach der Zeit ab und dann haben wir die Ableitung der Funktion f nach der Variablen Theta. Nach dem von vom Vektor Theta und das natürlich hängt von dem Vektor Theta ab. Das ist unsere Jacobi-Matrix und dann die innere Ableitung Theta-Punkt sind dann in dem Fall die Gelenkwinkelgeschwindigkeiten. So, das heißt, wir haben diese allgemeine Form der Jacobi-Matrix, wenn wir in einem eine Funktion mit m-Komponenten hier haben, also ein Funktional mit einem f, ein Vektor mit m-Komponenten und Theta ein Vektor der Dimension n, dann haben wir eine m mal n-Matrix. Für uns in der Robotik ist m die Dimension vom Arbeitsraum, das heißt, das sind zum Beispiel x, y, z, Alpha, Beta, Gamma. Das sind die Position und die Orientierung vom Endeffektor im Arbeitsraum. Und Theta sind die Gelenkwinkel, die können n sein. Also bei einem sechsachsigen Roboterarm ist n gleich 6. Bei einem Roboterarm mit 7 oder 8 Freiheitsgraden ist n dann 7 oder 8. Also im Allgemeinen haben wir hier eine nicht quadratische Matrix, beziehungsweise nur dann eine quadratische Matrix, wenn die Dimension vom Arbeitsraum mit der Dimension des Konfigurationsraums übereinstimmt. Und man sieht dann, wie die Struktur dieser Matrix aussieht. Das heißt, unser x hier ist x, y, z, Alpha, Beta, Gamma. Wir leiten, wie man sieht hier, F1. F1 ist x für uns hier. Das heißt, wir leiten die Koordinate x nach den jeweiligen Variablen Theta 1 bis Theta n. Dann F2 ist y.
und F6 ist Gamma, wie man hier sieht. So, dann haben wir gesehen, dass diese Jacobi-Matrix eine oder tolle Eigenschaften hat. Auf der einen Seite, wir können, wenn wir beispielsweise Gelenkwinkelgeschwindigkeiten haben, also Vorgaben, Geschwindigkeitsvorgaben, die wir an den einzelnen Aktoren, die die Gelenke antreiben, wenn wir das vorgeben, dann können wir über die Jacobi-Matrix die Geschwindigkeiten vom Endeffektor berechnen. Ja, und auf der anderen Seite natürlich, wenn man über die Umkehrung hier nachdenkt, wenn wir bestimmte Geschwindigkeiten vom Endeffektor realisieren wollen, dann können wir über die inverse Jacobi-Matrix die notwendigen Gelenkwinkelgeschwindigkeiten berechnen, wenn man diese Jacobi-Matrix invertieren kann, natürlich. Wir haben auch gesehen, dass diese Jacobi-Matrix ganz wichtige auch eine andere Beziehung, und zwar im Kraftraum oder Drehmomentraum hier realisiert, und zwar die setzt, und zwar die transponierte Jacobi-Matrix hier, setzt die Kräfte und Momente, die am Endeffektor an der Hand auftreten, in Beziehung zu den Drehmomenten, die in den Gelenken notwendig sind, um zum Beispiel diese Kräfte gegen diese Kräfte zu halten, oder ja. Das heißt, F ist ein sechsdimensionaler Vektor, beispielsweise Kräfte und Momente, die auf einem Objekt oder auf dem Endeffektor, auf der Hand einwirken, zum Beispiel, wenn der Roboter ein Objekt in der Hand hält. Und dadurch bekommen wir die Drehmomente, die notwendig sind in den einzelnen Gelenken. Die Frage ist, wie berechnet man diese Jacobi-Matrix? Wie wir gerade gesehen haben, jede Spalte der Jacobi-Matrix hier, und hier ist nochmal dargestellt, ist die Ableitung der Funktion nach einer Variablen eines Gelenks. Ja? Das heißt hier F1 bis Fm abgeleitet hier nach Theta1 und hier abgeleitet nach Theta n. Und diese Theta sind die Gelenkwinkel oder die Variablen der Gelenkwinkel bei rotatorischen Gelenken, und ähnliche Verhältnisse gelten auch bei translatorischen Gelenken. Die Berechnung, die erfolgt also spaltenweise bzw. gelenkweise, wie man sieht hier. Also die erste Spalte, die ist immer die partiellen Ableitungen der Funktionen F1 bis Fm, also x, y, z, Alpha, Beta, Gamma, nach Theta 1, und die letzte Spalte, die Ableitungen nach Theta n. So, wenn wir das Ganze hier ein bisschen ausführlicher mal ausschreiben, dann sehen wir eigentlich, dass wir hier folgende Beziehungen haben. Wir gehen von einem sechsdimensionalen Arbeitsraum, also mit x, y, z, Alpha, Beta, Gamma, wie vorher. Dann haben wir hier die Ableitungen der Geschwindigkeiten und Winkelgeschwindigkeiten vom Tool Center Point oder vom Endeffektor, und haben wir hier, das muss ein Mal sein, ja, und nicht ein Gleich, haben wir hier die Geschwindigkeiten, die Gelenkwinkelgeschwindigkeiten der einzelnen Gelenke. Wenn man das Ganze hier vielleicht ein bisschen anders schreibt, dann sieht man eigentlich, dass der obere Teil hier, das sind Komponenten, die die translatorischen Geschwindigkeiten vom Endeffektor beschreiben. Ja, x, y, z, also wie schnell bewegt sich die Hand in die unterschiedlichen Richtungen, während die letzten drei Komponenten hier, die beschreiben, oder drei Komponenten ja von diesem Vektor, die beschreiben die rotatorischen Geschwindigkeiten des Endeffektors bei einer bestimmten Bewegung. Das heißt, wenn wir diese Beziehung irgendwie haben, also die Beziehung zwischen Gelenkwinkel und Koordinaten oder Koordinaten im Arbeitsraum, dann brauchen wir nur abzuleiten und bekommen wir diese Jacobi-Matrix. Es gibt aber einige Tricks oder Methoden, mit denen man diese Jacobi-Matrix auf geometrische Art und Weise berechnet. Und sowohl für Translationsgelenke als auch für rotatorische Gelenke.
Bei Translationsgelenken, also Schubgelenke, zum Beispiel hoch und runter fahren oder ein Arm, der sich verlängert und ähnliches, wenn wir annehmen, dass das Gelenk J eine Translation in Richtung Hals ZJ durchführt, dann bedeutet das eigentlich, dass wir nur Änderungen in den translatorischen Geschwindigkeiten haben. Es ändert sich nichts an den rotatorischen Geschwindigkeiten. Deshalb die Ableitung der Funktion hier nach dieser translatorischen, nach dieser Variablen, die praktisch mit dem translatorischen Gelenk hier verbunden ist oder assoziiert ist, ist nichts anderes als der Vektor Z, ja, das ist die Translation hier und dann der rotatorische Teil, also Omega ist 0. Für rotatorische Gelenke, wir nehmen nochmal an, dass Gelenk J eine Rotation um eine Rotationsachse ZJ durchführt, und zwar in einer bestimmten Position PJ im Arbeitsraum. Diese Position dargestellt im Basiskoordinatensystem. Ja? Dann kann man diese Spalte der Jacobi-Matrix, also für das Gelenk J, so berechnen, indem man natürlich man rotiert um diese Z-Achse, das heißt, das beeinflusst eigentlich die rotatorischen Geschwindigkeiten, deshalb kommt hier der Vektor ZJ. Und für die translatorischen Geschwindigkeiten oder die translatorischen, die Elemente, die translatorischen Geschwindigkeiten beeinflussen, ist nichts anderes als ein Kreuzprodukt dieser Achse ZJ, also das wiederum ein Vektor im Basiskoordinatensystem, und dann das Kreuzprodukt mit einem anderen Vektor, und zwar ist nichts anderes als die aktuelle Position der Hand, also f von Theta ist eigentlich die Endeffektorposition, wenn wir Theta einsetzen in unserer Vorwärtskinematik, dann bekommen wir die Endeffektor Position im Basiskoordinatensystem. Daraus ziehen wir die Position dieser Achse, also wo die Rotation stattfindet, ab. Ja? Das heißt, wir bekommen einen Differenzvektor, und zwar ist nichts anderes als der Differenzvektor, der Abstand zwischen dem Endeffektor-Position, also f von Theta, und die Rotationsposition der Achse, zum Beispiel im Ellenbogen. Das wäre dann ein Vektor zwischen der Hand und Ellenbogen. Und dieser Vektor natürlich dargestellt im Basiskoordinatensystem. Und das Kreuzprodukt von diesem Vektor mit der Rotationsachse gibt uns die ersten drei Elemente dieser Spalte der Jacobi-Matrix. So. Und das heißt, wenn man das hier anwendet, diese Regel hier, kann man auch herleiten, geometrisch und so weiter und so fort, aber darauf gehe ich jetzt hier nicht ein, dann kann man für die Jacobi-Matrix, wenn Zi, also Z0 bis Zn-1 die Rotationsachsen sind, die im Basiskoordinatensystem natürlich beschrieben sind, kann man die Jacobi-Matrix als Z0, Z1 bis Zn-1 hier angeben und dann für die ersten drei Einträge in jeder Spalte immer dieses Kreuzprodukt von der Rotationsachse mit diesem Abstandsvektor zwischen dem Endeffektor und der Rotationsachse. Ja? Also P0 ist die Position von der Translationsachse, F ist die Position vom Endeffektor und wir bilden immer diese Abstände zwischen Endeffektor und Position des Gelenks, das Kreuzprodukt mit dem Vektor und dann bekommen wir natürlich auch einen Vektor, drei Komponenten, die die translatorischen Geschwindigkeiten hier beeinflussen. Gut, zusammengefasst wissen wir schon, dass wir mit Hilfe der Vorwärtskinematik immer die Position vom Endeffektor bekommen. Also Vorwärtskinematik bedeutet hier Wiederholung, dass wir die Gelenkwinkel eines Roboters haben, also zum Beispiel
aus den Sensoren, aus den Gelenkwinkelsensoren. Wenn wir n Gelenke haben, dann haben wir einen n-dimensionalen Vektor. Und wenn wir in dieser Funktion einsetzen, dann bekommen wir die Handposi im Basiskoordinatensystem, also sowohl die Position als auch die Orientierung. Und die Jacobi-Matrix, wie wir gesehen haben, die beschreibt für uns Beziehungen auf der einen Seite zwischen Geschwindigkeiten der Gelenkwinkel, also Gelenkwinkelgeschwindigkeiten und Geschwindigkeiten des Endeffektors, und zwar sowohl translatorische Geschwindigkeiten des Endeffektors als auch rotatorische Geschwindigkeiten des Endeffektors. Und auf der anderen Seite haben wir auch gesehen, dass die transponierte Jacobi-Matrix auch uns die Beziehungen zwischen Drehmomenten in den Gelenken, und wenn wir n Gelenke haben, dann ist natürlich dieser Drehmomentvektor auch n-dimensional, und den Kräften und Momenten, die am Endeffektor auswirken. Und diese Jacobi-Matrix, ist immer natürlich abhängig von der Konfiguration, von den Gelenkwinkelkonfigurationen. So viel zur Theorie. Nun wollen wir uns mal ein paar Beispiele angucken, und zwar so exemplarisch. Zunächst mal ein Roboterarm mit zwei Gelenken, mit den zwei Rotationsvariablen Theta1 und Theta1 und Theta2 und die Armelementlängen L1 und L2. Und wir haben hier unseren Arbeitsraum, wird aufgespannt von den zwei Koordinaten x1 und x2. Und wir suchen die Geschwindigkeit, also x-Punkt, also wir suchen die Geschwindigkeiten, mit denen sich dieser Manipulator sich bewegt bei bestimmten natürlich Gelenkwinkeltrajektorien, die vorgegeben sind. Das heißt, wo fangen an? Wo fangen wir an? Wir fangen an bei der Vorwärtskinematik. Das heißt, die Position im Arbeitsraum ist gegeben durch die Position vom Endeffektor hier in diesen Koordinaten x1 und x2. Wir haben zwei Gelenke, deshalb ist der Gelenkwinkelvektor zweidimensional. Also die Beziehungen sehen x1, x2 ist eine Funktion von F1 und F2. Geschwindigkeit vom Endeffektor wissen wir eigentlich, das ist ja nichts anderes als die Jacobi-Matrix dieser Funktion F multipliziert mit den Gelenkwinkelgeschwindigkeiten. Wenn man das hier nochmal ausführlicher ausschreibt, also die Geschwindigkeit in x1-Richtung bzw. x2-Richtung, ist die Jacobi-Matrix der Funktion F, die wir noch nicht kennen übrigens, multipliziert mit den Winkelgeschwindigkeiten von dem Gelenk 1 und von dem Gelenk 2. Das heißt, wir müssen eigentlich diese Funktion F nur finden. Und wenn wir die Funktion F finden, dann wissen wir, wie wir die Jacobi-Matrix von F bestimmen, und dann haben wir die Geschwindigkeiten vom Endeffektor. Und diese Funktion ist nichts anderes als die Position vom Endeffektor in Abhängigkeit von den Gelenkwinkeln. Und das kann man in diesem einfachen Beispiel ohne diese wilden oder ohne diese 4x4 Transformationsmatrizen über Dennewitt-Hartenberg kann man natürlich machen, aber man kann es ja hier ablesen. Wir wissen, dass wir können hier aus dieser Zeichnung ablesen, dass x1 ist nichts anderes als L1 Cosinus Theta 1, also dieses Stück hier, plus dieses kleine rote Stück hier, und das ist nichts anderes als L2 Cosinus den Winkel hier, und der Winkel hier ist nichts anderes als Theta 2 plus Theta 1, also L1 Cosinus Theta 1 plus L2 Cosinus Theta 1 plus Theta 2. Für x2 ähnlich, wir haben dieses Stück hier, das ist nichts anderes als L1 Sinus Theta 1 plus dieses Stück hier. Und dieses Stück hier ist nichts anderes als L2 Sinus Theta 1 plus Theta 2. Naja, also das heißt, wir haben unsere Funktion f. Ja, die Funktion f sieht so aus mit den zwei Gleichungen, die hier angegeben sind. Wir müssen sie nur ableiten. Ja, das heißt, wenn wir hier ableiten, wir leiten nach der Zeit ab. Das heißt, für x1 kriegen wir x1 Punkt. Hier leiten wir nach der Zeit ab. Nur die Gelenkwinkel Theta 1 und Theta 2 hängen von der Zeit ab. Wir haben hier Cosinus Theta 1, deshalb Kettenregel der Ableitung. Deshalb die Ableitung von Cosinus Theta 1 ist minus Sinus Theta 1. Ja?
Und dann die innere Ableitung ist natürlich Theta-1-Punkt. Das gleiche können wir hier machen. Die Ableitung von Cosinus ist Minus Sinus, deshalb Minuszeichen hier, Sinus Theta-1 plus Theta-2 und die innere Ableitung hier ist Theta-1-Punkt plus Theta-2-Punkt. Und ganz ähnlich hier vor x2, wenn wir hier ableiten, wir wissen ja, die Ableitung von Sinus ist Cosinus, also nicht Minus wie vorher. Und deshalb bekommen wir diese Beziehungen hier. So, wenn wir versuchen jetzt unsere Jacobi-Matrix aufzustellen, also Jacobi-Matrix, x-Punkt ist gleich j, j mal Theta-Punkt. Wir klammern also x1-Punkt hier aus. Man sieht hier Theta-1-Punkt, Entschuldigung, wir klammern Theta-1-Punkt hier und Theta-1-Punkt hier, fassen wir alles zusammen hier und dann bekommen wir eine 2 mal 2 Matrix, also eine quadratische Jacobi-Matrix. Und wie man hier sieht, das ist unser J1-Theta und das ist J2-Theta. Also das sind praktisch die Ableitungen der Funktion nach Theta, die Ableitung der ersten Funktion, also x1, genau, also die haben wir verstanden, ja. Also das ist die erste Spalte und das ist die zweite Spalte. Also hier Ableitungen nach Theta 1 und hier Ableitungen der Funktion nach Theta 2. So, wenn wir das hier haben, dann haben wir unsere Jacobi-Matrix und haben wir eigentlich die Geschwindigkeiten bestimmt. So, ich bekomme hier eine Frage im Chat. Wie passt das in den Gesamtkontext? Leitet der Roboter live numerisch ab oder macht das der Entwickler während der Entwicklung und das sind dann feste Funktionen? Genau, ich meine, wenn wir einen Roboterarm haben, dann müssen wir gefälligst die Jacobi-Matrix von diesem Roboterarm auch kennen und die ist dann fest irgendwo einprogrammiert und wir müssen, wie man sieht hier, die Jacobi-Matrix, die hängt von Theta bei jeder Gelenkwinkelstellung einsetzen, nur in dieser Matrix und dann bekommen wir immer die Geschwindigkeiten. Das heißt, wenn wir die Vorgaben hier als Gelenkwinkelgeschwindigkeiten haben und wir wissen, wo wir aktuell sind, also Theta 1 und Theta 2, dann ist die Matrix schon während, sag ich mal, der Entwicklung, während des Programmi der Entwicklung der Steuerung, also der Programmierer muss es natürlich das machen. Man muss nicht zur Laufzeit jetzt diese Ableitungen hier durchführen. Aber danke für die Frage. So, wenn wir also das Ganze hier zusammenfassen, die Geschwindigkeiten von unserem Endeffektor, die sind beschrieben durch x1-Punkt und x2-Punkt, die sind nichts anderes als j1 multipliziert mal Theta-1-Punkt plus j2 multipliziert mal Theta-2-Punkt. Das können wir mal hier hinschreiben. Und wir wissen, wir können auch hier bereits sagen, dass solange diese zwei Spaltenvektoren J1 und J2 nicht linear abhängig sind, dass wir Geschwindigkeiten vom Endeffektor in beliebige Richtung in dieser x1, x2-Ebene erzeugen können. Aber natürlich können Situationen auftreten, wo diese zwei Spaltenvektoren J1 und J2 der Jacobi-Matrix linear abhängig sind. Und wenn sie linear abhängig sind, dann ist die Matrix singulär. Beispiel für Theta 2 gleich 0. Also wenn wir für Theta 2 0 einsetzen, dann resultiert das Folgende hier aus unserer Jacobi-Matrix, also wenn wir hier 0 einsetzen und ein bisschen hier ausräumen und hier ausklammern, dann sehen wir eigentlich, dass wir zwei Spaltenvektoren hier bekommen, die linear abhängig voneinander sind. Und das hat natürlich Konsequenzen, wie wir ja auch später sehen werden, dass mögliche Bewegungen von dem Endeffektor eingeschränkt sind, dass der Endeffektor in bestimmten Richtungen sich nicht mehr bewegen kann, ja, weil man in einer sogenannten
singulären Konfiguration ist. Natürlich die Matrix ist auch in dem Fall singulär und kann nicht mehr invertiert werden. So, und das ist tatsächlich der nächste Punkt, Singularitäten und Manipulierbarkeit bei einem Roboterarm. Singularitäten habe ich, glaube ich, gerade motiviert. Singularitäten am einfachsten, wenn die Jacobi-Matrix singulär ist, aber wir wollen verstehen, was bedeutet das eigentlich für einen Roboterarm. Ja, da kommt hier die Frage, entstehen Singularitäten im Gimbal-Lock oder ist das nicht das Gleiche? Das ist nicht das Gleiche, weil bei Gimbal-Lock hatten wir von solchen Konfigurationen geredet, wo ein Freiheitsgrad verloren geht. Aber wir haben nie darüber geredet, dass wir Gelenke jetzt hier irgendwie in bestimmten Konfigurationen zueinander stehen, sodass solche Situationen auftreten. Es gibt einige Leute, die sind nicht gemutet. Ich kann es zwar machen für alle, aber ich würde darum bitten, dass jede und jeder seine Mikrofon mutet. Dann kommt hier eine andere Frage, das liegt aber nur an der mathematischen Darstellung oder mechanisch nehmen wir ja an, dass der Roboter überall sich bewegen kann. Naja, wir werden gleich auf diese Probleme zu sprechen kommen. So, also was bedeutet Singularität? Also wenn ein Roboter sich in einer singulären Konfiguration befindet, und da unterscheidet man unterschiedliche singuläre Konfigurationen. Wir reden hier nur über kinematische Singularitäten und wir werden gleich sehen, das sind Singularitäten, die vielleicht ähnlich zu dem Effekt von den Euler-Winkeln, wo man einen Freiheitsgrad verliert, aber das sind auch andere Singularitäten, die man nicht so leicht ahnen kann. Also, wenn ein Roboter in einer singulären Konfiguration, Theta, singulär, natürlich aus dem Konfigurationsraum befindet, in der er nicht mehr in der Lage ist, sich instantan in eine oder mehrere Richtungen zu bewegen, spricht man von einer kinematischen Singularität. Und solche Konfigurationen, also Theta, singulär, die zu einer kinematischen Singularität führen, nennt man singuläre Konfigurationen. Die Frage ist, wie können wir singuläre und nicht singuläre Konfigurationen überhaupt unterscheiden? Also können wir sie identifizieren und was bedeuten sie? Wir betrachten ja hier ein Beispiel, wenn wir hier einen Roboterarm mit zwei Gelenken und zwei Armelementen L1, L2, Theta 1 und Theta 2, das ist das zweite Gelenk hier haben, dann sehen wir eigentlich, dass wir in dieser Konfiguration, beispielsweise wenn Theta 1 gleich Pi Viertel und Theta 2 gleich 0, gar keine Gelenkwinkelgeschwindigkeiten haben, die eine Bewegung, also ein Endeffektor Bewegung, also eine Geschwindigkeit für den Endeffektor in diese Richtung erzeugen können. Ja? Das heißt, wenn wir den Arm ein bisschen abwinkeln und wir wollen eine Geschwindigkeit in diese Richtung, also wenn beispielsweise, keine Ahnung, Theta 1 gleich 6 Grad und Theta 2 gleich 30 Grad, dann können wir natürlich Geschwindigkeiten in solche Richtungen erzeugen. Aber in dieser Konfiguration sieht man, dass wir überhaupt keine Chance haben, Geschwindigkeit in Richtung des roten Pfeils hier zu erzeugen. Und wir wollen gucken, ob wir das anhand von irgendeiner Systematik, Methodik, also mit Hilfe von irgendeiner Mathematik, spezifisch oder ganz genau mit Hilfe der Jacobi-Matrix identifizieren können. Naja, das ist ja die Vorwärtskinematik von diesem Arm. Das können wir, glaube ich, ganz schnell, wir wissen, wie das geht inzwischen. L1 Cosinus Theta 1 plus L2 Cosinus Theta 1 plus Theta 2 haben wir mehrmals gesehen. Und die Jacobi-Matrix bekommen wir, indem wir praktisch diese zwei ableiten nach Theta 1 und nach Theta 2.
Und jetzt betrachten wir mal hier diese Konfiguration, die singulär ist, weil es ist sehr anschaulich, dass wir keine Geschwindigkeiten in diese Richtung hier erzeugen können für den Endeffektor. Wir setzen 1 und dann sehen wir, dass wir eigentlich nichts anderes bekommen als zwei Spalten, als eine Jacobi-Matrix, bei der die zwei Spalten, die erste und zweite Spalte, linear abhängig sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, diese Matrix ist singulär und das ist sehr anschaulich, wie wir auch in diesem Bild hier sehen, dass wir keine Geschwindigkeiten hier erzeugen können. Und das entspricht auch einer singulären Jacobi-Matrix bei dieser Konfiguration. Also bei der Konfiguration Pi Viertel und 0 haben wir eine singuläre Stellung. Das ist sehr beruhigend, weil das bedeutet eigentlich, die Frage der Identifikation von Singularitäten kann man darauf zurückführen, kann man auf die Jacobi-Matrix zurückführen. Und zwar, ob die Jacobi-Matrix singulär oder nicht singulär ist. Ob die Jacobi-Matrix, auch wenn sie quadratisch ist, hier den vollen Rang hat oder nicht. Und das ist, was man tatsächlich auch hier gleich sehen wird. Das heißt, wenn wir jetzt die Vorwärtskinematik im Geschwindigkeitsraum betrachten, also mit x-Punkt ist gleich j mal Theta-Punkt, die Endeffektorgeschwindigkeiten, also x-Punkt, die Geschwindigkeiten vom Endeffektor in Richtung x, y, z, Alpha, Beta, Gamma, sowohl die translatorischen als auch die rotatorischen, die sind nichts anderes als eine lineare Kombination der Spalten der Jacobi-Matrix. Weil wenn wir das miteinander hier multiplizieren, dann sehen wir J1 mal Theta1 Punkt und so weiter und so fort. Das heißt, die Endeffektorgeschwindigkeit, die eine lineare Kombination ist eine lineare Kombination. Und wenn der Roboter in einer singulären Konfiguration sich in einer singulären Konfiguration befindet, in der er sich nicht instantan in eine oder mehrere Richtungen bewegen kann, dann haben wir diese singuläre, diese kinematische Singularität. Und diese kinematischen Singularitäten bedeuten mathematisch, dass diese lineare Kombination der Spaltenvektoren der Jacobi-Matrix nicht den gesamten Endeffektorgeschwindigkeitsraum aufspannen können. Ja? Das heißt, die lineare Kombination J1 mal Theta1 Punkt plus J2 mal Theta2 Punkt in unserem Beispiel, die spannt nicht den gesamten Raum der Geschwindigkeiten von der Hand in der X1, X2 Ebene. Und die Jacobi-Matrix hat in dem Fall einen Rang, also bei dieser Konfiguration, die wir vorher gesehen haben, einen Rang, der kleiner ist als die Dimension des Arbeitsraums. Ja, das heißt, der Rang von der Jacobi-Matrix ist kleiner als m. In unserem Beispiel war m gleich 2, weil wir in der x1, x2-Ebene uns befinden. So, eine mehr formale Definition von kinematischen Singularitäten sehen wir hier auf der Folie, dass gegeben seien die Vorwärtskinematik-Funktion f mit Theta als Vektor aus dem Konfigurationsraum, Teilmenge von Rn, und x ein Vektor aus dem Arbeitsraum, Teilmenge von Rm, von dem Arbeitsraum, und die zugehörige Jacobi-Matrix der Vorwärtskinematik, also die Ableitung dieser Funktion hier, dann sprechen wir von einer singulären Konfiguration Theta. Und das ist eine Gelenkwinkelkombination. Das heißt, Theta singulär ist ein Element aus dem Konfigurationsraum C, wenn der Rang der Jacobi-Matrix kleiner als die Dimension des Arbeitsraums ist. Das heißt, wenn der Rang der Jacobi-Matrix kleiner als dieses M ist. Und wenn wir im kartesischen Raum arbeiten, dann ist M für uns 6, zum Beispiel jetzt für den AMA 3 oder für einen Roboter, der in der Umgebung Objekte manipuliert. Wenn der Rang der Jacobi-Matrix kleiner als 6 ist, dann hat man bei einer bestimmten Konfiguration, dann hat man eine kinematische Singularität.
Man kann natürlich diese Definition auch anders formulieren. Das heißt, eine kinematische Kette oder ein Roboterarm ist in einer singulären Konfiguration, wenn die zugehörige Jakob-Matrix nicht den vollen Rang hat, beziehungsweise das bedeutet, dass zwei oder mehrere Spalten der Matrix linear abhängig sind. Und das sieht man hier ein Beispiel für eine singuläre Konfiguration, wo der Arm zum Beispiel von einem Roboter hier ausgestreckt ist und wo die Rotation von dem Oberarm beziehungsweise von dem Unterarm keine Änderung an den Geschwindigkeiten vom Endeffektor beeinflusst. Ich kann in die eine Richtung drehen und in die andere Richtung drehen, bleibt der Endeffektor an der gleichen Stelle stehen. Und natürlich, wenn die Jacobi-Matrix, also wenn wir bei einer bestimmten Konfiguration eine Singularität haben, dann ist natürlich hat die Jacobi-Matrix nicht den vollen Rang, ist eine singuläre Matrix und die ist nicht invertierbar. Nicht invertierbar bedeutet invertierbar, das heißt, wir wollen Theta-Punkt ist gleich J minus 1 von X-Punkt. Das heißt, wir wollen bestimmte Endeffektorgeschwindigkeiten erreichen, aber wir können diese Matrix nicht invertieren. Das bedeutet, wir können keine Gelenkwinkel, wir haben überhaupt keine Möglichkeit, irgendwelche Gelenkwinkelgeschwindigkeiten vorzugeben, die den Endeffektor begeben, die Geschwindigkeiten vom Endeffektor ändern können. Beziehungsweise in der Nähe von diesen Singularitäten, also wenn die Jacobi-Matrix singulär ist und wir machen ja die Inverse, damit wir Theta-Punkt berechnen, also die Gelenkwinkelgeschwindigkeiten, die notwendig sind, um eine Endeffektorgeschwindigkeit zu erreichen, dann ist es so, als ob wir, naja, ganz nicht so mathematisch eigentlich ausgedrückt, dann ist es so, als ob wir durch Null dividieren. Und wenn wir durch Null dividieren, dann bedeutet das, wir brauchen unendlich große Geschwindigkeiten, ja, Gelenkwinkelgeschwindigkeiten, damit wir überhaupt den Endeffektor bewegen können. Das ist natürlich eine ganz schlimme Sache für einen Roboter, wenn man jetzt als Vorgabe bestimmte Geschwindigkeiten von der Hand hat und auf einmal muss man unglaublich große, also unendlich große, theoretisch unendlich große Gelenkwinkelgeschwindigkeiten realisieren, was ja mit der Physik und so von einem Roboter nicht möglich ist, wie wir wissen. Dann würde das bedeuten eigentlich eine Gefahr für den Roboter, dass man auf einmal solche großen Geschwindigkeiten aufschalten muss. Das Ganze ist auch schlimm, wenn der Roboter sich ein bisschen in die Nähe von einer singulären Konfiguration bewegt. Also muss nicht mal in eine singuläre Konfiguration landen, ja, sondern wenn er in die Nähe von einer singulären Konfiguration kommt, da wird man größere Geschwindigkeiten benötigen, um bestimmte Endeffektorgeschwindigkeiten zu halten. Und wir wollen sehen oder eine Möglichkeit hier kennenlernen, mit der wir das so ein bisschen beschreiben. Naja, wo sind eigentlich singuläre Konfigurationen im Arbeitsraum von einer kinematischen Kette und wie können wir sie eventuell vermeiden? So, und hierzu führen wir den Begriff der Manipulierbarkeit, ja, oder auf Englisch Manipulability von einem Roboterarm. Das ist so ein Maß für die Beweglichkeit des Endeffektors einer kinematischen Kette. Auch ein Maß dafür, der uns sagt, wie nah ist eine Konfiguration der kinematischen Kette an einer Singularität. Ja? Und hierzu führt man den sogenannten Ellipsoid der Manipulierbarkeit oder Manipulability Ellipsoid. Ja? Und dieser Ellipsoid der Manipulierbarkeit beschreibt die Endeffektorgeschwindigkeiten, also wie sind die Geschwindigkeiten vom Endeffektor von der Hand für Gelenkwinkelgeschwindigkeiten, die Folgendes erfüllen. Also für Gelenkwinkelgeschwindigkeiten, die immer als Betrag 1 haben.
Wie macht man das? Also wir suchen nur nach einem Maß, der uns beschreibt, wie beweglich sind wir an einer bestimmten Konfiguration. Natürlich nutzen wir die Jacobi-Matrix. Und zwar die Jacobi-Matrix um den Einheitskreis, das sind alle Geschwindigkeiten, alle Gelenkwinkelgeschwindigkeiten, die diese Bedingung erfüllen, also Norm 1, das heißt Theta 1 ist 1, Theta 2 ist 1 und wir wissen, auf diesem Kreis haben wir immer die Länge 1 von dem Geschwindigkeitsvektor, also von dem Geschwindigkeitsvektor Theta 1, Theta 2. Wir bilden diesen Einheitskreis der Gelenkwinkelgeschwindigkeiten in den Raum der Endeffektorgeschwindigkeiten. Naja, das ist ja eigentlich genau, was die Jacobi-Matrix für uns macht. Das heißt, wenn ich die Jacobi-Matrix mal Theta-Punkt habe, das haben wir kennengelernt, dann kriege ich die X-Punkt. Und wenn wir das machen, dann kriegen wir für eine bestimmte Konfiguration Folgendes, wie die Geschwindigkeiten des Endeffektors in der X1, X2-Ebene aussehen, beziehungsweise bei einer anderen Konfiguration sehen sie anders aus. Man sieht also, im Allgemeinen kriegt man einen verstauchten Kreis, ja, eine Ellipse. Und diese Ellipse, die ist ein bisschen dünner, ein bisschen dicker, je nachdem, wo man sich befindet. Ja. Und man kann sich vorstellen, wenn wir jetzt einen Kreis haben oder je kreisförmiger praktisch dieses Ellipsoid, je dicker dieses Ellipsoid ist, desto uneingeschränkter ist die Bewegung in den unterschiedlichen Richtungen, also sowohl in X1 als auch in X2. Ja? Wenn wir so eine degenerierte, also hier, das war das erste Beispiel, wenn wir eine degenerierte Ellipse bekommen, im schlimmsten Fall eine Linie, dann ist natürlich die Bewegung vom Endeffektor sehr eingeschränkt, weil wir können uns nur in Geschwindigkeiten entlang dieser Linie realisieren mit beliebigen Gelenkwinkelgeschwindigkeiten des Armes. So, das heißt, wir haben mit Hilfe von dieser Abbildung, also die Jacobi-Matrix, angewandt hier auf den Einheitskreis der Gelenkwinkelgeschwindigkeiten, bekommen wir eine geometrische Repräsentation, die uns praktisch so wertvolle Informationen gibt. In welche Richtungen können wir uns mal bewegen? Also man sieht hier, wir können größere Geschwindigkeiten in beliebigen Richtungen bewegen, hier realisieren. Hier, wir können größere Geschwindigkeiten in diese Richtung bewegen, aber in diese Richtung hier, also entlang der zweiten Achse von dieser Ellipse, kleinere Geschwindigkeiten oder nicht so viel sind wir eingeschränkt in den Endeffektorgeschwindigkeiten. Das Ganze macht man allgemein hier im dreidimensionalen Fall dargestellt, indem man eine Matrix konstruiert. Ja, also wir suchen nach wie vor ein Maß. Ja, wir suchen ein Maß für die Beweglichkeit. Und bis jetzt haben wir diese Ellipsen. Und am Ende, wenn ich jetzt meine Steuerung realisiere und ich will, dass mein Arm nicht zu sehr in die Nähe von singulären Konfigurationen kommt, dann brauche ich irgendein Skalar am Ende. Ja? Aber schauen wir uns zunächst mal das Ganze in 3D, wie das aussieht. Man konstruiert hier eine Matrix A. Und zwar aus J, aus der Jacobi-Matrix, multipliziert mit der transponierten der Jacobi-Matrix. Und man kann zeigen, man weiß natürlich, dass diese Matrix dann quadratisch ist. Und man kann zeigen, dass diese Matrix symmetrisch sowieso positiv definiert und invertierbar ist. Außerdem kann man jetzt hier für diese quadratische, symmetrische, positiv definierte invertierbare Matrix, die Eigenwerte und die Eigenvektoren berechnen. Also Eigenwertproblem A mal V, die Eigenvektoren ist Lambda mal so, und dann lösen wir das hier, dann bekommen wir die Eigenwerte und die Eigenvektoren. Und da sieht man hier die drei Eigenvektoren im dreidimensionalen Fall, also das ist die geometrische jetzt Darstellung im dreidimensionalen Fall. Von den Eigenvektoren V1 und V2 und man sieht hier die singulären Werte, ja, also Wurzel aus den Eigenwerten
aus den drei Eigenwerten, die man hier bekommt. Ja, und natürlich der große Eigenwert ist korrespondiert mit der großen oder längsten Achse von diesem Ellipsoid und so weiter und so fort. So, nun haben wir jetzt auch die geometrische Darstellung im dreidimensionalen Raum hier kennengelernt, aber wir suchen nach einem skalaren Wert. Und man kann sich hier natürlich viele skalare Werte hier überlegen, wie man die Manipulierbarkeit beschreiben kann. Ich komme gleich auf alle Fragen, die gerade im Chat auftauchen. Aber vorher, welche skalaren Maße für die Manipulierbarkeit kann man anhand von diesen Eigenwerten, also die Eigenwerte, die beschreiben für uns eigentlich alles. Die Kombinationen von Sigma 1, Sigma 2, Sigma 3 hier, die geben uns die Information über die Größe und Ausdehnung von diesem Ellipsoiden. Und da findet man in der Literatur unterschiedliche Maße. Manche Leute sagen, okay, wir nehmen den kleinsten singulären Wert, der kleinste singuläre Wert von Mu 1, und wenn wir wissen, okay, das ist der kleinste singuläre Wert, dann natürlich je größer dieser kleinste singuläre Wert, desto besser, aber man versucht in bestimmten Richtungen, also in die Richtung von dem Eigenvektor, der zu diesem kleinsten singulären Wert oder Eigenwert gehört. Man weiß, dort ist man eingeschränkt in Endeffektorgeschwindigkeiten und berücksichtigt man das in der Steuerung. Entsprechend nimmt man zum Beispiel die inverse Konditionszahl, also Relation oder Beziehung, oder die Konditionszahl ist der maximale Eigenvalue oder singuläre Wert durch minimale, beziehungsweise die Inverse ist der minimale Wert durch der mit dem maximalen Wert. Oder man nimmt die Determinante von dieser Matrix A, die wir vorher definiert haben. Wozu braucht man das? Man braucht das, um solche Analyse zu machen, wie gut sind bestimmte Gelenkwinkelkonfigurationen, um Geschwindigkeitsverläufe des Endeffektors zu realisieren. Natürlich, solche Analysen sind auch unglaublich wichtig für das Design von Roboterarmen, von kinematischen Ketten. Weil das Schlimmste, was man macht als Roboterdesigner oder Roboterentwickler, und zwar schon bei der Konstruktion, bei der Auslegung der kinematischen Kette, ist, eine kinematische Kette mal zu konstruieren oder vorzuschlagen, die voller Singularitäten ist, also viele Singularitäten aufweist, und zwar innerhalb vom Arbeitsraum. Das Beispiel, was wir vorher gezeigt haben, wo wir gesagt haben, in Richtung vom roten Pfeil können wir überhaupt keine Endeffektorgeschwindigkeiten realisieren. Das ist so eine Singularität, die dadurch zustande kommt, dass wir am Rande vom Arbeitsraum sind, weil die zwei Gelenke, die waren ja eigentlich voll ausgestreckt, ja. Aber es gibt natürlich Singularitäten, die im Inneren des Arbeitsraums eines Roboter oder einer kinematischen Kette existieren. Und die sollten natürlich möglichst vermieden werden. Am besten natürlich beim Design, dass man einen singularitätsfreien Arm konstruiert. Oder wenn das nicht möglich ist, dass man weiß, wo diese Singularitäten sind und dass man bei der Steuerung versucht, weit weg immer in diesen Singularitäten zu bleiben und erst recht nicht in diese singulären Konfigurationen reinzutappen. Also vermeiden von Singularitäten. Jetzt gucke ich mal ein bisschen, was im Chat hier los war. Da gibt es ein paar Wortmeldungen, die versuche ich mal hier. Okay, J transponiert, N mal M und so weiter und so fort, M mal M, Geschwindigkeit im Arbeitsraum. Ich weiß nicht, das scheinen ein paar Unstimmigkeiten hier, aber das klären wir nachher. Ja. Gut, nun gehen wir einen Schritt weiter, und was ganz wichtig für die Beschreibung von kinematischen Ketten ist auch die Erreichbarkeit. Also welche Bereiche kann ich im Raum erreichen und wie gut? Ja? Also man kann sich vorstellen, ich kann ja mit meinem, als Mensch kann ich ja diesen Punkt hier,
wo die Tasse ist, beispielsweise mit unglaublich vielen, unendlich vielen Konfigurationen von meinem Arm beschreiben. Man sieht hier, ich ändere alle möglichen Gelenke von der Schulter, vom Ellenbogen und ähnliches, aber die Position der Tasse bleibt an der gleichen Stelle. Das heißt, wir wollen schauen, wie können wir diese Erreichbarkeit, also welche Punkte können wir wie gut erreichen im Arbeitsraum von einem Roboter darstellen? Und wir wissen, ein Roboter mit dem Konfigurationsraum C, der Teilmenge von Rn ist, deckt im Allgemeinen nur einen Teil des zugrunde liegenden Konfigurationsraums. Warum? Weil wir Gelenkwinkelgrenzen haben. Auch bei wir können ja nicht kontinuierlich, beispielsweise im Allgemeinen haben wir keine kontinuierlich drehende Gelenke. Das heißt, für jedes Gelenk gibt es immer einen minimalen und maximalen Gelenkwinkelwert. Ja, also das heißt, wenn unser Theta hier, unser Gelenkwinkelvektor aus dem Konfigurationsraum angegeben ist, dann müssen wir auch für jedes Gelenk den minimalen und maximalen Wert hier angeben. Es gibt wirklich Ausnahmen, zum Beispiel bei AMA 6 haben wir Gelenke in dem Arm, zum Beispiel Unterarmdrehung oder Oberarmdrehung, die rotieren kontinuierlich. Also es gibt keine Gelenkwinkelgrenzen, dass man sagt, es gibt einen Anschlag und das ist jetzt Theta 3 min und jetzt fahre ich bis zum Maximum, sondern Unterarmdrehung und Oberarmdrehung, die können kontinuierlich drehen. Also 300, wie ein Akkuschrauber, sage ich mal so. Auf der anderen Seite, diese Gelenkwinkelgrenzen, die im Allgemeinen existieren in der Robotik natürlich, die schränken den erreichbaren Teil im Arbeitsraum ein. Ja, das heißt, der erreichbare Teil vom Arbeitsraum ist immer eine Menge von dem Arbeitsraum bzw. von R6. Und es gibt hier einige Arbeiten, mit denen wir haben auch dazu viel beigetragen in der Literatur, wie man diese Erreichbarkeit von Mechanismen repräsentiert. Und zwar so repräsentiert, dass man sie nutzen kann, um eine effiziente Lösung von zum Beispiel der inversen kinematischen Probleme, die man braucht für Greif- und Manipulationsaufgaben. Das heißt, diese erreichbare Raum, der ist eigentlich durch die Gelenke, durch die kinematische Kette vorgegeben. Wir approximieren den hier durch sechsdimensionale Gitter. Ja, da sieht man hier eine Darstellung. Das sind irgendwelche Gitterdarstellungen und in jeder Gitterzelle schreiben wir dort eine bestimmte Information. Und einmal auf der einen Seite eine binäre Information, die uns sagt, ob diese Zelle mit mindestens einer Gelenkwinkelkonfiguration erreichbar ist. Das heißt, kann die Hand oder der Endeffektor dorthin kommen mit mindestens einer Konfiguration. Zusätzlich schreiben wir in jeder Zelle die Information zur Manipulierbarkeit. Das heißt, wie beweglich oder wie eingeschränkt beziehungsweise ist oder uneingeschränkt ist man bei der Realisierung von Endeffektorgeschwindigkeiten, wenn man in dieser Zelle ist. Ja? Und nutzen wir zum Beispiel Mu1, was wir als Skalar, als ein Maß für die Manipulierbarkeit vorher kennengelernt haben. Und da sieht man hier Beispiele, das sind diese Regionen, die nah am Roboter sind. Das ist sehr einleuchtend. Da hat man ja viele Möglichkeiten. Ich kann diese Position so erreichen, so erreichen, so erreichen, so erreichen. Das heißt, die sind auf jeden Fall erreichbar und man hat dort große Flexibilität. Also die sind erreichbar mit einer großen Zahl von Gelenkwinkelkonfigurationen. Während natürlich die Zellen, die am Rande sind hier, die sind zwar erreichbar, aber nicht mit beliebig vielen Konfigurationen. Also wenn ich gerade am Rand vom Arbeitsraum bin, dann kann ich das erreichen, aber nicht mit dieser Konfiguration, dass die Hand zum Beispiel 90 Grad gedreht ist. Und mit Hilfe von dieser Darstellung, also sieht man hier die Erreichbarkeitskarte für den AMA 6 und die Erreichbarkeitskarte für den AMA 3, kann man natürlich bei der Suche zum Beispiel nach Gelenkwinkelkonfigurationen für eine bestimmte Trajektorien
effizienter diesen großen oder diesen hochdimensionalen Konfigurationsraum, wie wir sehen werden, in dem Kapitel Bewegungsplanung nach gültigen und nach guten beziehungsweise weniger guten Konfigurationen durchsuchen. Genau, wie erstellt man das? Man kann das auch offline erstellen, wenn ich jetzt einen Arm entwickle oder einen Roboter habe. Also das ist jetzt hier der iCup-Roboter, dieses Baby-Roboter aus dem IIT in Italien. Da kann man auch die Erreichbarkeitskarte natürlich oder Reachability Map für diesen Roboter erzeugen, indem man alle Gelenkwinkel abtastet mit einer bestimmten Schrittweite, also zum Beispiel 1 Grad oder 5 Grad, je nachdem, was für eine Anwendung man machen will. Dann für jede Gelenkwinkelkonfiguration berechnet man die X, Y, Z, Alpha, Beta, Gamma vom Endeffektor. Das wissen wir, das geht über die Vorwärtskinematik. Und bestimmt dann die Gitterzelle, wo man jetzt mit dieser Konfiguration ist, ja, und schreibt natürlich in dem entsprechenden Eintrag erreichbar und eventuell auch immer wieder, wenn ich dort in dieser Zelle lande mit weiteren Konfigurationen, dann weiß ich, ich kann dort mit so viel und so viel Konfiguration, ich kann diese Zelle mit so viel und so viel Konfiguration erreichen. Genau, die Anwendung ist, wenn wir sie nutzen, wenn wir sie vorberechnet haben, diese Erreichbarkeitskarten, dann können wir schnell entscheiden, ob eine Pose mit dem Endeffektor erreichbar ist oder nicht. Das ist sogar der Aufwand sehr, sehr einfach. Aber nicht nur für die Bewegungsplanung, also nicht nur, damit ich den Arm bewege, sondern die gleichen Prinzipien kann man nutzen, um erreichbare oder nicht erreichbare Griffe. Ja, wir werden sehen, die Greifplanung ist auch ein komplexes Problem in der Robotik. Das heißt, man muss für bestimmte Geometrien von Objekten Griffkandidaten generieren und aus einer großen Anzahl von Griffkandidaten muss man einen geeigneten auswählen und dann ausführen. Und natürlich, wenn wir hier wissen, dass wir bestimmte Konfigurationen bestimmte Greifposen mit 10, 20 Konfigurationen erreichen können, dann sind das natürlich bevorzugt die Konfigurationen, die man auswählt, um eine Greifaktion auszuführen. Dann ist man flexibler vielleicht bei der Orientierung am Ende und ähnliches. Also ganz, ganz wichtige Anwendungen, um effizientere Bestimmung von Bewegungstrajektorien, aber auch von Griffen, wie wir später in der Vorlesung sehen werden. Somit sind wir mit dem ersten Teil von diesem Kapitel fertig. Nun kommen wir zum zweiten Teil. Wir haben bis jetzt über die Kinematik geredet und wir haben ganz am Anfang gesagt, wir haben kinematische Modelle, wir haben dynamische Modelle und geometrische Modelle. Jetzt haben wir über die Kinematik, und zwar nur ein Teil der Kinematik, nur die Vorwärtskinematik, Jacobi-Matrizen, Singularitäten und Erreichbarkeitskarten von Robotern. Die Inversi-Kinematik werden wir in Kapitel 3 behandeln und die Dynamik, also das weitere Modell, werden wir auch in einem separaten Kapitel behandeln. Aber ganz kurz hier möchte ich das geometrische Modell eines Roboters an der Stelle behandeln. Und zwar, wozu oder was meinen wir damit? Wir meinen damit das, was man hier sieht. Ich brauche ja irgendwelche Modelle von einer Roboterhand beispielsweise oder vom gesamten Roboter, um zu visualisieren, zu simulieren, was gerade los ist. Beispielsweise, um Kräfte hier beim Greifen, Kontakt Punkte zu bestimmen und solche Greifexperimente zu machen. Oder bei der Bewegungsplanung, um die Visualisierung von generierten Bewegungen hier zum Umgreifen beispielsweise und Abstellen von diesem Walk in diesem Schrank zu visualisieren. Und dazu brauchen wir natürlich Geometriemodelle, also das, was man hier sieht. Das ist ein sehr genaues Modell hier von der Hand, wie man sieht. Der kann sogar nicht nur Geometrie, sondern auch Kontaktkräfte und so weiter und so fort mit Hilfe von diesem Modell. Aber Geometrie ist das, was wir sehen zunächst mal. Aber wir brauchen zum Beispiel, um Kollisionen zu detektieren, aber auch um Kontaktsituationen oder Kontaktkräfte zu bestimmen.
Ein zweites Beispiel sieht man hier. Das ist ein geometrisches Modell von der Umgebung. Natürlich müssen wir auch die Umgebung hier entsprechend darstellen, den Roboter selber auch, damit wir solche Bewegungstrajektorien generieren, visualisieren können, beziehungsweise damit wir Kollisionen des Roboters mit der Umgebung auch irgendwie überprüfen können. Das heißt, die Kinematik, natürlich die Beschreibung der Bewegung, da ist die Kinematik dahinter und so weiter und so fort und irgendwelche Suchalgorithmen, damit wir kollisionsfreie Bewegungen erzeugen. Aber natürlich brauchen wir die Informationen über die Ausdehnung vom Roboter oder über die Größen und die Form von den Objekten beziehungsweise von den Umgebungselementen, mit denen der Roboter vielleicht interagiert oder in Kollisionen treten kann. So, und hier, also die Einsatzbereiche, warum man ein geometrisches Modell braucht, natürlich die grafische Darstellung von Körpern, vom ganzen Roboter, also die Visualisierung auch. Und da sieht man hier unterschiedliche geometrische Modelle von unterschiedlichen Robotern oder Roboterhänden. Das ist immer der, diese geometrischen Modelle sind immer der Ausgangspunkt für Abstandsmessungen. Ich will ja wissen, wie weit ist die Hand oder das Armelement von der Kante des Tisches beispielsweise und auch zur Kollisionserkennung. Und natürlich sind die Grundlage auch zur Berechnung von Bewegungen von Körpern, weil wir wissen ja, Geometrie ist ja zentral. Wir beschreiben mit der Kinematik die Bewegung der, also die Bewegung der, von der Geometrien von starren Körpern. Und auch sind sie Grundlage, diese geometrischen Modelle zur Bestimmung von einwirkenden Kräften und Momenten. Ja, weil ohne dass wir wissen, okay, der Arm sieht so aus, ja, ist zylindrisch zum Beispiel der Unterarm, beziehungsweise die Fingerspitzen sehen so aus hier von dieser Hand. Ohne dass wir diese Informationen über die Form haben, können wir keine Bestimmung der Kräfte und Momente, die an den Kontaktpunkten hier auftreten. Deshalb sind diese geometrischen Modelle wichtig. Und die werden klassifiziert nach Raum, also ob man jetzt Modelle in 2D hat oder Modelle in 3D. Da sehen wir hier 3D-Modelle hier von dem AMA 3, von dem AMA 4, der Kopf vom AMA 6 und hier von einer Roboterhand. Oder die werden auch klassifiziert nach Grundprimitiven. Also wie werden diese Modelle repräsentiert? Werden sie durch Kanten oder Drahtmodelle oder durch Kanten oder Drähte, durch Flächen beziehungsweise Oberflächenelemente repräsentiert? Oder hat man wirklich komplette Volumenmodelle, also das gesamte Volumen von einem Element? So, und ganz einfach hier sieht man hier eine ganz vereinfachte Darstellung, zum Beispiel von dem Modell von AMA 3. Das ist AMA 3, das ist ein Modell, ein realitätsnahes Modell, wo man sieht die einzelnen Finger, die Fingerspitze, die Gelenke und die kleinen Details im Ellenbogen oder in der Schulter und ähnliches. Aber man kann natürlich hier für bestimmte Anwendungen braucht man solche detaillierten Modelle nicht. Man kann vieles approximieren, das heißt, die unterschiedlichen Körper werden durch einhüllende Quader dargestellt. Und das ist zum Beispiel sehr wichtig für so die ersten Kollisionsvermeidungschecks, die man braucht. Ja, also wenn ich jetzt hier weit weg mit meiner Bewegung von anderen Gegenständen in meiner Arbeitswelt bin, dann brauche ich jetzt nicht genau hinzugucken, wie jetzt, ob jetzt der Ellenbogen wirklich diese kleine Teil am Ellenbogen oder der Daumen, brauche ich keine genauen Modelle, um diese Kollisionen zu detektieren. Das heißt, man kann mit einem sehr groben Modell zunächst mal die ersten Schritte der Kollisionsvermeidung prüfen. Und man sieht hier, das ist ein 3D-Modell, das sind sowohl Flächen, aber auch Volumen, also Flächen- oder Volumenmodelle, die man für diesen Zweck hier verwenden kann. Kantenmodelle, da werden natürlich die Körper, also die Körper einer kinematischen Kette oder eines Roboters durch Polygonzüge, also Kanten dargestellt. Da sieht man hier,
ein Kantenmodell von dem Kopf von AMA 6 beziehungsweise ein Kantenmodell von dem kompletten AMA 3. Und die werden zum Beispiel benutzt, wenn man Bewegungen von Robotern sehr schnell visualisieren kann und man hat vielleicht nicht die super Rechenleistung, um das zu machen, kann man solche reduzierten Modelle nehmen, um eine schnelle Realisierung, eine schnelle Visualisierung zu realisieren. Das sind wiederum 3D-Modelle, wie man sieht, und die Primitiven, die man benutzt hier, die sind Kanten bzw. Flächen. Und die Volumenmodelle, da werden die Körper, die einzelnen Körper oder Körperelemente oder Körperteile genau dargestellt. Ja, also wie ich bereits erwähnt habe, da sieht man sogar hier den Seilzug, der durch den Ellenbogen geht, oder die Aussparung hier, wo der Seilzug durchgeht. Den Seilzug sieht man hier nicht in dem Bild. Und damit kann man natürlich sehr genaue Kollisionserkennung machen. Man kann sehr genau erkennen, ob jetzt der Unterarm beim Abwinken gegen den Oberarm kollidiert oder nicht. Und das benutzt man natürlich, um Animationen zu realisieren. Das sind also dann 3D-Elemente, die man hier hat. Und das sind volumetrische Primitiven, die man verwendet. Ja. Für Kollisionsvermeidung sind diese Modelle, geometrischen Modelle, sehr wichtig, ja. Und natürlich sehr genaue Modelle zu nehmen, bedeutet immer mehr Rechenzeit. Sehr vereinfachte Modelle können viele Kollisionen nicht feststellen vielleicht, ja, oder detektieren. Und deshalb schafft man sich solche vereinfachten Kollisionsmodelle, wo man die Körper hier sehr vereinfacht darstellt. Also wir haben gesehen, den Oberarm zum Beispiel, der hat hier eine Aussparung hier, die praktisch die Realität abbildet. Die brauchen wir aber für solche Kollisionsmodelle nicht unbedingt. Und deshalb wird der Oberarm, wie man sieht, hier nur durch einen Zylinder oder durch diese Flächen und Formen und 3D-Formen hier modelliert. Das gleiche auch für den Kopf, wo man diese Details nicht benötigt, um zum Beispiel Kollisionen zu detektieren, sondern nur die wichtigsten Elemente wie die Ohren, die Nase und irgendwelche anderen Schlüsselpunkte, sage ich mal so, des Modells. So, damit will ich auch dieses Kapitel hier abschließen. Wir haben uns also mit dem kinematischen Modell beschäftigt, insbesondere mit den DH-Parametern, die uns eine minimale Anzahl an Parametern zur Verfügung stellen, mit denen wir Transformationen zwischen zwei aufeinanderfolgenden Gelenken in einem Roboter beschreiben können. Und auf der anderen Seite haben wir gesehen, dass wir mit Hilfe von diesen kinematischen Beziehungen, Multiplikation der Matrizen miteinander oder allgemein über die Formulierung von x ist gleich f von Theta das sogenannte direkte kinematische Problem lösen können. Das heißt, gegeben sind Gelenkwinkel, gesucht ist die Pose vom Endeffektor und somit ist das Problem gelöst. Wir haben die Jacobi-Matrix kennengelernt, die Lösung für alles, wie wir bemerkt haben. Und wir werden noch mehr hier über die Jacobi-Matrix sehen oder schauen, was man alles mit der Jacobi-Matrix hier in der Robotik machen kann. Die Begriffe Singularitäten und Manipulierbarkeit so und auch Erreichbarkeit von einem Roboterarm haben wir auch hier behandelt. Und ganz am Ende haben wir jetzt das geometrische Modell von einem Roboter und gesehen, dass wir diese nach Raum, also 2D, 3D-Modelle, insbesondere hier für uns sind 3D-Modelle interessant und dann deren Klassifizierung nach den Grundprimitiven, aus denen diese Modelle bestehen, also Kanten bzw. Flächen- oder Oberflächenmodelle oder Volumenmodelle. Damit sind wir also fertig hier mit diesem Kapitel und das nächste Mal oder das Kapitel 3 wird sich mit der Frage beschäftigen, wie man das sogenannte inverse kinematische Problem lösen kann.